Sitzen ist Sünde, behauptet Eduard Haider. Sie haben bereits eine Goldmedaille gewonnen für Ihre Erfindung, sind preisgekrönt. Ihr Thema ist die Bewegung. Und weshalb kann Sitzen, so wie wir es machen, in diesen bequemen Sesseln, Sünde sein? Wenn man die Geschichte sieht und den Menschen, der sesshaft geworden ist, ja, so ist das Sitzen immer mehr ein starkes Thema geworden, wo er seine Gesundheit einschränkt. Früher war er als Jäger-Sammler unterwegs, heute eben in seiner Sesshaftigkeit pflanzt er sich in so ein Gestühl, das ihn einspannt und Bewegung nimmt. Die Impulse, die er früher über seine Fußsohlen bekommen hat, barfußlaufend und so weiter, die hat er natürlich auch über sein Axisorgan. Wenn er hier sitzt, hier eingespannt, starr, fixiert, dann ist es immer ein Leiden. Also das ist immer so ein kleiner Tod. Sitzen, starres Sitzen, wie wir hier sitzen, ist eine Gefangenschaft. Dann gehen wir jetzt mal aus unserer Gefangenschaft heraus und schauen uns an, wie Ihre Sitzmöbel aussehen, die etwas Futuristisches haben. Das ist so, ja, das ist so. Was heißt Bioswing? Das ist eine gute Frage. Bioswing heißt ja Bios, Leben, ja. Bioswing heißt also hier Bios, das Leben und die Schwingung. Wenn der Mensch lebt, also er pulst ja ständig also hier seine ganze Lebendigkeit durch den Körper, die wir doch vorhin in diesem Stuhl, wie wir sitzen, Sünde, wo wir sagen, unterbrechen. Mhm. In diesem Stuhl ist das nicht unterbrochen. Hier lebt er. Sie sehen also hier Bios, also das Leben, die Schwingung. Und das ist das Thema heute, dass er andere Stühle braucht. Er braucht ein anderes Sitzmoment. Bioswing heißt eben eine neue Dimension, den Menschen auch beim Sitzen in Bewegung zu halten. Und dafür gibt es diesen hochinteressanten Unterbau, der für mich ein bisschen so aussieht, als könnte ich damit auf dem Mond landen. Das haben Sie erfunden. Was ist das? Wenn man das Ganze, die Technik so sieht, dann glaubt man gerne, dass es in einem Stuhl drin ist. Und viele Leute, die das sehen, die sagen, hey, was ist denn das? Was haben Sie denn hier gemacht? Und ich vergleiche das immer hier mit einem Automobil. Ein Automobil hat ein Fahrwerk. Aber das ist eigentlich, wenn ich so mal sagen darf, die Sitzmaschine. Sie wissen ja, Menschen haben unterschiedliche Gewichte, sie sind unterschiedlich dynamisch. Also hier muss eben über diese gesamte Technik, dass der Mensch, der Leichtere, der Schwere, der Große, der Kleine, eben hier sein Sitzwerk findet. Das Interessante für mich ist, ich merke ja, ich will ruhig sitzen, aber wie viel ich mich dann doch bewege, was man dann auch bei den Auswertungen sehen kann. Also wie viel Bewegung in einem Körper ist. Sie sitzen ja nicht nur am Stuhl, Sie sitzen im Auto, Sie sitzen immer eigentlich, selbst das dynamische Auto, auch in ihm sitzen Sie eben eigentlich statisch festgespannt. Oder daheim am Küchentisch oder wo Sie sitzen, im Kino, beim Fernsehen, überall sitzen Sie. Und dadurch kommen natürlich auch die Verspannungen, unter denen die meisten Menschen ja auch leiden. Und die durften ja mit diesem Stuhl eigentlich nicht mehr passieren. Diese Spannungsmuster kommen ja dadurch zustande, weil sie eine Haltung halten müssen. Mhm. Das heißt also, eine Haltung halten, sie müssen die Muskulatur anspannen. Wenn sie heute so beweglich sitzen, wie wir sitzen, ist es ja immer so, dass sie dieses Muskelspiel leben können. Mhm. Dieses muskuläre Spielen, ganz leicht. Also hier, sie kommen eben nicht in diese isometrischen Spannungsmuster. Das ist eigentlich das wirklich Wichtige an so einem Stuhl. Sie können hier eben wirklich ihre Bewegung leben. Und das macht sie eben hier. Das macht das Sitzen leicht. Aber wie sind Sie denn auf diese tolle Idee gekommen? Auch Kennedy, John F. Kennedy, war ein Mensch, der sehr viele Rückenprobleme hatte. Man hat ihn immer gesehen, dass er im Schaukelstuhl geschwungen hat. Mhm. Nur Sie können ja einen Schaukelstuhl nicht einfach hier übertragen in ein Büro. Also da erreicht man ja gar nicht mehr seinen Laptop. Sie würden hier sitzen und Ihr Chef würde kommen zu Ihnen und sagen, hören Sie mal zum Schaukeln auf, Sie müssen ja was tun. Also in der Tat, ich habe, glaube ich, noch nie so bequem gesessen. Und diese Lebendigkeit, die ich schon nach diesen kurzen Momenten wahrnehme, bleibt die mir über den ganzen Tag erhalten? Die bleibt erhalten, weil das System eben hier eine Frequenz erzeugt, die wach hält. Ich habe so einen Stuhl in meiner Entwicklungszeit einem Journalisten geschickt und der hat gesagt, Herr Haider, Sie müssen diesen Stuhl Hallo-Wach-Stuhl nennen. Er konnte dann die ganze Nacht konnte er schreiben, sagt, ich werde ja nicht mehr müde mit dem Stuhl. Jetzt hat nicht jeder Mensch einen 8-Stunden-Arbeitsplatz im Sitzen. Also mancher muss ja auch stehen hinter einer Ladenfläche. Ja. Was machen die Leute, damit sie beschwingt durch den Tag kommen? Es ist auch beim Stehen so. Wir stehen auf dem festen Boden und wir sind wie angeleimt eben an dem Boden, weil wir immer stehen. Spannung steigt also hier und muskuläre Spannungen steigen und Schmerzen entstehen. Deswegen habe ich auch eine Plattform entwickelt, die hat sich sehr, sehr bewährt. Die wird heute in der Therapie, im Sport überall eingesetzt und die nennt sich Posturomet.
Bostromet, Boscha Haltung, also Haltungsschulung, durch den Körper, durch eben dieses verbesserte Ansteuern der Muskulatur sich erfahren. Sich auszubalancieren. Er balanciert, er ist besser koordiniert, er setzt seine Muskulatur besser ein, wie beim Stuhl auch. Genau das gleiche Thema. Aber er kann im Stehen eben noch Übungen machen, können Sie auf dem Stuhl natürlich genauso machen. Aber im Stehen ist es anspruchsvoller. Und ein tolles Stichwort, Übungen im Stehen oder im Sitzen. Sie haben auch den allerersten Schwingstab erfunden, der später oft kopiert wurde, aber nicht in gleicher Qualität. Also Sie gehen beschwingt durchs Leben. So ist es. Also wenn Sie heute sehen, und das hat mich ja immer getrieben, wenn der Mensch sitzt, wenn er auf seinen kleinen Füßen steht, hat er ein Problem. Und mit seinen oberen Extremitäten hat er ein Problem. Wenn der Büromensch ständig hier sitzt und arbeitet, wird er immer mehr verspannt. Also braucht er ein Gerät, das er sich ins Büro hinstellt oder was er immer macht. Ein Gerät, wo er jederzeit eben hier seine Schwingungsmuster leben kann. Und wenn ich hier stehe, dann ist es ja genauso, dass ich dort immer hier meinen Durchzug eben habe bis zum Fuß. Also schwingen eben hier nicht nur schwingen stehen, schwingen sitzen, aber auch die oberen Extremitäten eben verwenden. Bioswing ist eben hier überall, wo der Mensch eben hier Kontakt hat oder wo er greifen kann, kann man sowas einsetzen. Die Bewegungssysteme von Bioswing bringen Schwung ins Leben, bringen Leben ins Büro und machen wahrscheinlich den Menschen auch wirklich einfach glücklicher. Vielen Dank für das lebendige, wundervolle Gespräch. Vielen Dank, Eduard Haider. Ich bedanke mich für dieses Gespräch.